Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Firlei und heute am 12. Dezember 2022 werfen wir einen Blick auf den DAX. Dabei schauen wir natürlich, was ist wichtig diese Woche noch, die Notenbank-Sitzungen. Was war letzte Woche wichtig? Die geplante Aufnahme der Porsche AG in den DAX. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die Mutter, auf Volkswagen und auf eine aus meiner Sicht langfristig spannende DAX-Aktie. So, dann legen wir gleich mal los. Hier ein Blick auf den DAX. Wie Sie sehen, hier seit Jahresanfang sehen Sie die Abwärtsbewegung und dann eben die starke Rallye seit Anfang Oktober um über 2000 Punkte. Essentiell war für mich in meinen Augen der Durchbruch hier über den 256-Tage-GD. Sie wissen, das ist ein gleitender Jahresdurchschnitt, denn ein Börsenjahr hat in etwa 256 Handelstage. Seit einem Monat in etwa läuft der DAX jetzt seitwärts. Es war klar, dass nach so einer starken Rallye erstmal der DAX ausatmen muss und es könnte auch noch etwas weiter runtergehen, aber die 14.000er-Marke sollte nicht nachhaltig unterschritten werden und ganz wichtig eben in meinen Augen der 256-Tage-GD muss halten. Wichtig in dieser Woche hierfür ist natürlich die Notenbank-Sitzung der Federal Reserve in den USA. Hier wird am Mittwoch ein Zinsschritt von 0,5% erwartet. Ja, wollen wir hoffen, dass da die Erwartungen auch genau getroffen werden, weil ein höherer Zinsschritt von 0,75% dürfte an den Börsen für Ungemach sorgen. Am Donnerstag folgt dann die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Hier ist noch offen, wie weit die Zinsen erhöht werden um 0,5 oder 0,75%. Sie wissen, die Zinsen werden erhöht, um der Inflation Einhalt zu gebieten. So, das war so gesehen der Blick nach vorne. Schauen wir noch mal kurz nach hinten, was in der letzten Woche besonders wichtig war. Erstmal ein kurzer Blick auf die Jahresgewinne. Seit 2022. Hier hat sich das Bild wenig geändert. Beiersdorf bleibt vorne mit knapp 18% Gewinn seit Jahresanfang. Unterm Strich haben wir 9 Jahresgewinne. Allianz mit minus 1,8 könnte den Schritt auch noch zu den Jahresgewinnern schaffen. Die anderen, ja, von den 40 DAX-Werten. Die anderen Werte liegen noch im Minus. Damit sind wir bei der Porsche AG. Das war natürlich die wichtigste Nachricht in der letzten Woche. Porsche AG wird in den DAX aufgenommen. Hierfür muss Puma weichen. Kurz dazu, Puma würde ich aber auf jeden Fall weiterhin beobachten. Die kamen in diesem Jahr ganz schön unter die Räder, die Puma-Aktie, aber in meinen Augen ist da im nächsten Jahr ein Turnaround durchaus möglich. Also beachten Sie hier die charttechnische Entwicklung. So, zurück zu Porsche. Die Porsche AG wird zum 19. Dezember im DAX gelistet. Das teilte die deutsche Börse mit. Und aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Porsche AG, nicht zu verwechseln mit der Porsche Holding, also die Porsche AG, der Autobauer, dessen Marktkapitalisierung liegt bei 93 Milliarden Euro. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen liegt bei etwa 82 Milliarden Euro. Damit ist die Tochter also aktuell mehr wert als die Mutter. Ob das so bleiben wird, wird sich in meinen Augen erst noch zeigen. Denn essentiell ist bei Porsche AG, eben beim Autobauer, ist natürlich der Schritt in die E-Mobilität und wie schnell und wie nachhaltig genau dieser eben geschehen kann. Sie wissen, Nachhaltigkeit ist in meinen Augen ein Paradigmenwechsel und da müssen eben die Autobauer auch mehr
das Ganze eben mehr forcieren. Ich habe Ihnen noch einen kurzen Blick auf die Volkswagen-Aktie mitgebracht, die nämlich in meinen Augen langfristig betrachtet, ganz langfristig betrachtet, war das sicherlich mal eine gute Idee, hier Anfang des Jahrtausends einzusteigen. Aber Sie sehen hier, in den letzten 10, 11 Jahren läuft die Aktie mehr oder weniger seitwärts. Mit, natürlich klar, mit starken Schwüngen nach oben und nach unten, aber unterm Strich war in den letzten 10 Jahren da relativ wenig zu holen. Und Sie wissen, ich mag lieber langjährige Trendfolgeaktien wie zum Beispiel Kia gehen. Gleich mehr hierzu, gleich mal hier zunächst ein Blick auf den Chart, weil hier geht es eben seit 10 Jahren kontinuierlich, klar auch mit Corona-Crash, weiter aufwärts. Hier als Mountain Chart in Blau sehen Sie die Volkswagen-Aktie, ja, plus 5,8% in diesem Zeitraum. Bei der Kia gehen Aktie waren es knapp 200%. Ja, Kiagen. Kiagen hat eigentlich seinen Hauptsitz in den Niederlanden, aber die operative Zentrale ist in Deutschland, daher ist der Wert im DAX gelistet. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Technologien für molekulare Diagnostik und mit über 6.200 Mitarbeitern an 35 Standorten tätig. Ich habe Ihnen hier noch daher den ganz langfristigen Chart. Hier haben wir wieder den langfristigen Chart von der Kiagen-Aktie eben mitgebracht und im Schnitt steigt dieser Wert eben um 12% jährlich. Läuft zwar auch seit einiger Zeit jetzt hier seitwärts, aber hier gilt es eben zu beobachten, gelingt der Aktie ein Durchbruch nach oben. Also in meinen Augen könnte das durchaus spannend werden, denn der Wert ist ja im weitesten Sinne ein Zulieferer auch für Biotechnologiefirmen und geforscht wird immer, auch ohne Corona. So, das war's auch schon wieder für heute, für den DAX und bleiben Sie wachsam. Was passieren wird an der Federal Reserve und mit der EZB und natürlich, wie reagiert der DAX darauf? Sollte er tatsächlich in den nächsten Tagen, ja, wie soll ich sagen, schwächeln? Überlegen Sie sich, wenn Sie eher mittelfristig unterwegs sind, die Stops etwas enger zu ziehen. Langfristig betrachtet, wissen Sie, bin ich eher zuversichtlich. So, viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Fairley.